Glas. Wenn du Glas, ich hab noch Gläser getrunken. Werden nicht abgestellt, Gläser werden mir in die Hand gedrückt. Dass das mal klar ist. Hat eigentlich jemand mitgezählt, das wievielte Glas Alge war das? Digga, ich würde niemals freiwillig. Oder ich würde niemals was for fun. Alkohol trinken. Ja. Würde ich nie machen. Also ich merke, dass meine Artikulation nicht mal ganz so gut ist. Das merke ich. Dass ich immer wieder lachen muss und auch gleichzeitig fast heulen muss. Und dass mir zwischendurch auch schwindelig ist. Mir ist ganz komisch manchmal zwischendurch. Aber insgesamt finde ich, ich bin noch da. Also noch könnte ich morgen sagen, so war's. Aber ja, schauen wir mal. Seid ihr noch da, Freunde? Teilt doch den Stream. Teilt doch den Stream mit auch anderen Leuten. Also dann würde ich sagen, wenn ich 1000 Abos erreicht habe, dann nur noch in 1000er Schritten, dass ich dann wieder so einen Stream mache. Aber dann nur noch wieder 24 Stunden. Carsten redet ganz anders. Irgendwas ist komisch. Naja. Ja. Aber ich freue mich, diesen Moment mit dir zu teilen und dass du da bist. Dass ich, wenn ich was trinke, dass du da bist. Das freut mich wirklich. Ach, Gott. Ach. Naja, gut. Also, ich habe den Stream hier weiterhin offen. Wenn ihr jetzt Fragen stellen wollt, dann stellt mir bitte Fragen. Ich werde sie beantworten. Ehrlich, wie ich nun mal da bin, stellt mir jetzt alle eine Frage. Oh, nee. Stellt mir jetzt alle eine Frage. Los, ich antworte euch auch. Ah, so, jetzt eine Frage. Und mich? Du hast mich gar nicht lieb. Flo, das liegt daran, dass ich dich nicht persönlich kenne. Aber von unseren gemeinsamen Streams, wie den Schizo Sock Streams, finde ich dich lieb. Habe ich dich lieb? Oh, den Ball ist los. Ach, du Scheiße. Den Baltest am besten. Oh Gott! Den Baltest am besten erst, wenn das Planschbecken weg ist. Was meint die denn? Die hat doch falsch geschrieben. Deine Schwester sagt den Baltest. Was heißt denn? Wieso heißt das? Ich weiß nicht. Das ist ja den Baltest. Weißt du? Ja. Ja, das ist der Baltest. Wie geht's dir, Schi, zu gut? Mach das so. Wie geht's gut? Siehst du das nicht? Ist doof. Ah, oh, Nase zu. Wenn es uns nicht die Liebe zugesteht. Wenn. Ach Gott. Wenn er uns nicht die Liebe zugesteht, soll er sich die Bude überschwemmen. Ja. Den Test mit dem Ball, du Vogel. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Bitte einmal in den Pool setzen. Hast ja nicht umsonst eine Badehose an, oder? Oder für was hast du die an? Nö, die habe ich nur für die Optik an. Kulisse ist wichtig. Also, scheinbar bin ich betrunken. Das muss ich mir eingestehen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Aber es ist die Situation, die sich gerade widerspiegelt. Was willst du machen, ne? Livestream starten. Ja. So. Mir ist aber taumelig. Vom Kopf her bin ich noch relativ klar. Vorlesen ist schwierig, habe ich gerade selber gemerkt. Und ich lall zwischendurch. Aber insgesamt bin ich noch gut da. Vom Kopf her. Wenn ich noch weiter trinke, während Carsten nicht da ist, ist das nicht so gut. Es ist besser, er ist da. Ich muss immer so lachen, wenn ich selber merke, wie ich rede.
Ich höre das ja. Ich bin ja da. Hörst du das selber? Ich höre mich doch selber, Mensch. Das ist nicht gut, wie ich rede. Ja, ansonsten, ihr seid auch da. Ich denke, es ist niemand da, weil er sehen möchte, wie ich kotze. Ich glaube, deswegen schaut niemand zu. Die sind alle da, weil sie mich mögen. Das glaube ich. Mit Sicherheit. Würde ich heute keinen Alkohol trinken, wären bestimmt auch 10 Zuschauer da. Mit Sicherheit. Mir schmeckt es nicht. Ich halte davon nichts. Und ich bin auch so oft genug tüdelig, wie man in den Remy Demi Streams sehen kann. Am Samstag um 19.45 Uhr streame ich meine Remy. Du hörst mir gar nicht zu. Natürlich habe ich dir zugehört. Ja, das will ich hoffen. Das wird mich sonst traurig machen, wenn du nicht zuhörst. Schreibst du das auf? Samstag um 19.45 Uhr streamst du. Ich möchte, dass du das aufschreibst. Okay. 19.45 Uhr, jeden Samstag stream ich. Bleibt der Zettel bei mir oder nimmst du den mit? Was hättest du denn lieber? Ich nehme den mit. Und beim nächsten Podcast lese ich das vor. Ja, das können wir machen. Ja, ach so, Sonntag gibt was es kein. Aufschreiben? Ich rede die ganze Zeit. Was? Dass ich aufschreiben soll. Was? Ich hab's vergessen. Was hast du denn schon alles getrunken? Ich weiß es nicht. Nein. Ich habe ganz normal angefangen mit dem blauen Wodka von deiner Tochter. Die hat mir den mitgegeben aus Holland. Du kennst ihn bestimmt. Dann... Ach, Gottchen. Dann hat sie mir eine Flasche Alge besorgt. Mit 15%. Und den habe ich auch getrunken. Ich bin noch dabei. Liebe Grüße gehen raus an Knossi. Ah, ich lache vor Freude. Ich weine vor Freude. Ach, ich kenne das gar nicht von mir. Nanu. Irgendwas ist doch anders. Haben wir nicht sogar diesen Punkt? Diesen Status? Wir müssen den Status erweitern. Die Marke müssen wir erweitern. Ah, mehr nicht. Nee, ich habe die Flasche im Block gehabt. Mit 4%. Und die Algeflasche. Zwei Drittel. Zur Hälfte. Nee, zwei Drittel hast du noch lange nicht. Nee? Nein. Von der Algeflasche. Nein, ja. Welche denn sonst? Die andere ist leer. Ja, von der Algeflasche zwei Drittel. Spring in den Pool. Nee, auch wenn ich jetzt hier einen nassen Pöter habe, da habe ich keine Lust drauf. Ja, ich gehe jetzt mal kurz zum Pult drüber und dann machen wir das. Wo ist das hin, oder? Carsten! Soll ich dir aufhelfen? Nein! Wir müssen sehen, ob ich es noch kann. Nicht kann's. Guck. Boah, ich habe voll den Schlag gekriegt in der Lecke. Ja? Ja. Hast dich gut geschlagen. Bis jetzt ja, muss man sagen, ne? Dafür, dass ich sonst keinen Alkohol trinke, bis jetzt ist okay, ne? Und ich bin auch überrascht. Man weiß ja nicht. Es gibt da verschiedene Arten von Betrunkensein. Also wie man dann ist. So, es gibt da die Art, aggressiv zu werden. Es gibt die Art, lustig. Sentimental zu werden. Es gibt die Art, lustig zu werden. Meistens kommt sentimental nach lustig. Ja, bei mir ist es wahrscheinlich gerade ein Mix, ne? Oder? Oder ist es noch gar nicht sentimental? Nee. Warum heul ich denn zwischendurch? Aber das ist voll dumm. Sentimental ist, wenn ich jetzt zu dir hingehe und ich meinen Arm um dich lege und ich dir sage, was für ein toller Typ. Ja, das würde ich nicht machen, Carsten. Brauchst gar nichts hoffen. Von Park aus stream ich dich fatzen. Okay, da bin ich aber noch nüchtern genug für, um zu sagen, der Satz, vom Park aus stream ich dich fatzen. Er gibt gar keinen Sinn. Denk mal über dein Leben nach. Idiot! So. Was ist das denn für ein Satz? Ich habe doch gar nicht nachgedacht. So ein komischer Vogel. Der ist komplett komisch. So. Wenn ihr wissen wollt, wie mein Zustand ist, mir ist auf jeden Fall sehr schwindelig. Zwischendurch immer wieder. Und ich merke, dass meine Artikulation nicht mal ganz so gegeben ist, wie es normalerweise zu erwarten ist von einem Shih Tzu-Streamer. Ja,
Bacardi Rush schaffe ich nicht ganz. Ja, oh, warte, ich muss immer noch gute Regie machen. Ja, ist zu spät. Jetzt bist du schon aus dem Bild. Er bückt sich, er nimmt etwas auf. Das ist der Real Kashi, den man auch auf Twitch begutachten kann. Nehmt ihn euch mal unter die Lupe. Schickt einen Link rein. Kann man schon tragen? Ich helfe dir. Okay. Geht schon, meinst du? Weiß ich nicht. Wollen wir ausprobieren? Ja. Ich bin gleich da. Das gibt's schon seit 100 Abos. Ich möchte den behalten. Mit dem Schild. Mit dem Originalschild möchte ich das behalten. Das ist ein Originalschild? Ja, das habe ich schon bei 100 Abos so da drauf geschrieben und draufgeklebt. So, das ist, also das ist nass. Digga, das war schon voll gekotzt und alles. Guck, das zurecht. Ah, so ist gut jetzt. So kann das bleiben. Oh, ich muss auch schon wieder pullern. Nein, wir tragen jetzt noch das Planschbecken in die Badewanne, damit wir es da auskippen können. Oh nein. Hm? Warum schmeißt er jetzt das Handtuch da rein? Das hätte ich ja noch nicht mal im betrunkenen Zustand gemacht. Ja, das enttäuscht mich jetzt. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich hole gleich ein neues Handtuch, aber das trocknest du das alte. Hm? Ach so. Das Mikrofon ja die ganze Zeit gar nicht mehr. Ich finde ja komisch, ich spüre meine Zähne nicht jetzt mehr trink, richtig. Trink schnell. Ist das normal, dass man seine Zähne nicht mehr richtig spürt? Meine Zähne, also ich spüre meine Zähne jetzt gerade gar nicht. Ja. Also ich spüre die, aber nicht mehr so stark wie sonst. Ja. Ist das normal? Nee. Der ist ja immer noch nicht aufgeladen, der Akku. Erstmal, vielen lieben Dank, dass du den Pool weggeräumt hast und die Sessel. Du hast ihn mir quasi unter dem Arsch weggezogen. Ich habe dafür aber Geld bezahlt. Wo sind die? Das finde ich nicht so gut. Ich bin schnell ins Auto gebracht. Dass du die hinter meinen Rücken und mir abziehst. Die verkaufe ich dir auch schon. Nur weil du kein Bett hast. Ich habe mir heute ein Bett bestellt. Ja? Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Montag bis Donnerstag. Montag bis Donnerstag kommt ein Bett bei Kashi. Und das könnt ihr auf seinem YouTube-Kanal im nächsten Vlog sehen. Nein. Wie das Bett kommt und wie er es aufbaut. So, nein. Lange Laber. Ach so, was ist mit Andi eigentlich? Wo ist er denn überhaupt? Andi, bist du da? Kashi, wir müssen die Kamera wieder hochmachen. Der Pool ist gar nicht mehr da. Ja, das sind die Sachen, die von dir alleine kommen müssen. Kommen sie nicht, bist du nicht qualifiziert für diesen Posten. Okay, ich muss dir jetzt erzählen, mal den Ball zu werfen und du musst ihn fangen. Ne? Der hört mir gar nicht zu. Ich habe ihn gerade aus dem Job rausgeschmissen. Aber er meint, er könnte immer den Ball mir zuschmeißen. Na, wenn du es meinst. Hast du den weißen Kittel noch? Ich sehe ihn nicht. Und das ist das Problem in der ganzen Situation. Du nimmst deinen Posten gar nicht ernst genug. Ich habe dir einen Kittel bestellt. Ich habe dafür Geld ausgegeben. Ich habe dir ein rotes Kreuz drauf gemalt, um dich zu degradieren. Nee, das heißt zu erniedrigen, ne? Also niedriger zu machen. Ich habe dir ein rotes Kreuz drauf gemalt, um dich zu hervorzuheben. Zu dem, was du bist. Ein Mensch, der für medizinische Zwecke gebildet ist. Dafür ist das Rote Kreuz. Kannst du die Leute fragen? Ein Rotes Kreuz sagt, Medizin, Wissen ist da. Weißt du was über Medizin? Du bist ein Schwindler. Du bist doch ein Schwindler. So einen habe ich noch nie kennengelernt. Soll ich jetzt den scheiß Ball zu werden? Zehnmal bitte. Ja, ja. X-Men. Aus der Ecke wieder wie vorhin. So, Konzentration. Ich kann es genauso gut wie vorhin. Eins. Zwei, weil wichtig war mitzählen, ne? Drei, guck. Vier, kannst du im Prinzip schon nicht. Fünf. Guck mal, werf mal ein bisschen in die andere Richtung. So ein bisschen so Ui machen muss. Sechs. Oh, ich habe ihn gerade noch gefangen. Überraschungsmoment. Oh, guck, Reflexe sind auch on. Ja, da habe ich noch nicht genug getrunken. Das war. Ja. Also, noch gar nicht genug getrunken. Bei mir ist noch alles normal wie immer. Okay, alle meine Entchen singen mit Beatbox. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Köpfchen unters Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Alle meine Entchen. Oh. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Köpfchen unters Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Alle meine Entchen. Ah. Oh. Ja, Digga, mit einem Rhythmus kann ich trotzdem voll sein, aber ich bin halt The Rhythm Man. Sag mal, Rhododendron? Rhododendron. Oh, du hast es diesmal richtig gesagt.
Supercalifragilisticexpialidocious. Die Katze tritt die Treppe, komm, die Treppe tritt die Katze, komm. Brautkleid. Und Blaukraut bleibt Blaukraut. Und jetzt die Reime, die anderen Dinger. Die Bürsten mit den schwarzen Bürsten bürsten besser als die Bürsten mit den weißen Bürsten. Frauen, die mit den Hacken klacken, kann man auch beim Kacken knacken. So, als wir noch in der Wiege lagen, gab's noch keine Liegewagen. Jetzt kann man in den Wagen liegen und sich in allen Lagen wiegen. Ja, das ist alles wie gehabt, ne? Aber für 600 Abos, vielen lieben Dank. Und jetzt stoßen wir an auf einen weiteren schönen Stream. Hoffen wir, dass er nicht im Gegöbel endet. Zwischendurch ein bisschen Wasser in der Schütten kann niemanden schaden. Ich bin nordisches Kind, ich kann was ab. Und willst du direkt ein Bacardi hinterher, oder?